Hallo du Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9 Let's Play Edition von Shadowlorn. Ja, beim letzten Mal haben wir den dritten Tenor besiegt, der uns in einer hitzigen Verfolgungsjagd knapp entkommen konnten. Und nun sehen wir unser Frachtschiff auf Kurs nehmen nach Lindblum. Da vorne sehen wir es auch schon. Das Herzogreich Lindblum. Eine sehr schöne Stadt und vor allen Dingen sehr groß. Back to home für uns. Sieht aus, als könnten wir mit den... Sieht aus, als könnte man mit denen nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigen zu betreten vor euch hin. Okay, JC ist enttäuscht, weil wegen Lindblum. Comics ist zerstört, weil wegen seine Kameraden. Und Zuna ist, keine Ahnung, was die jetzt hat. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Südentor ist für eine Weile außer Betrieb. Ach, selbst Schuldgefühle. Lon, habe ich was Schlimmes getan? Nein. Ach was, die lindblumischen Ingenieure haben das Tor nur wieder repariert. Alles bestens. Alles ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südentor rede ich gar nicht erst. Wie konnte ich nur so verstrickt werden? Genau, sei doch mit einem Räuber. JC. Jawohl. Ich wollte euch nicht hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin euer Dankesig wert. Eieieiei. Wird ja immer besser hier. Mein Schuss steht fest. Bis der Tag euer Rückkehr in der Schuss kommt, werche ich nicht von eurer Seite. Oha, Klette. Suna, bist du sicher, dass du das willst? So wie der, das sich anhört, bleibt er bis am Ende aller Tage an dir wie eine Klette hält kleben. Hab ich gerade gesagt. Danke, Lorn. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ist das das Schloss von Lindblum? Welch gewaltige Ausmaße! Das liegt daran, weil die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Nicht schlecht. Wenn ich mir in Lindblum angekommen sind, ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Suna. Oho. Schade, wo wir uns doch schon so nahe waren. Naja. Lorn? Ja, Kobi? Ich und diese Schwarzmagier, oder wie sie heißen, hießen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Strikte Sache. Ja, also, weißt du... Meister Kobi, was geht denn da? Ich weiß ja nicht genau, was es ist, aber was euch so sehr zu denken gibt, aber... Was kommt denn jetzt? Nein? Ihr seid ihr, Meister Kobi. Und die sind die. Oder erinnere ich mich da einfach? Warum seht ihr das überhaupt... Nehmt ihr es euch überhaupt so zu... Wahnsinn. Das hat sogar mal recht. Hat er sogar mal. Was auch immer kommen mag. Kobi bleibt Kobi, oder? Okay. Los, Kobi. Gehen wir an Deck. Sich Wimpel von Deck aus anzusauen, ist der Einblick ohne Gleichen. Glaub's mir. Los, schnell, wir sind schon fast an Himmelsdrachentor, den Haupttor Lindblums. Leute, das gibt wieder eine Cinematic-Szene. Ich glaube, die heißen noch so Cinematic, oder? Jedenfalls eine sehr cool animierte Szenerie. Das Tor ist mal schön groß. Die Burg ist gewaltig. Und jetzt kommt erstmal das Innere der Burg. Leute. Schock, die Stadt ist gigantisch. Und überall fliegen nebelbetriebene Flugschiffe rum. Obwohl es eigentlich in der Stadt selber keinen Nebel gibt. Aber der Nebel der Umgebung reicht dafür schon aus. Und das vorne ist eine große Uhr. Das Herzogreich Lindblum. Wir sind da. Sind wir schon da? Ja. Ich blätter ein bisschen rum und so die dumm. Aber ja, so wird's nun mal. Und die sind nun da. Wuhu! Und was kommt jetzt? Erstmal Schloss Metropolis Lindblum. Sehr schön. Riesiger Antrieb. Das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss in Alexandria. Aber geht sowas von. Genau so ist es, Kombi. Und Lindblum wurde schon immer geklotzt, nicht gekleckert.
Nicht zu glauben, inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschiff-Landeplatz. Jetzt ist sogar König Brains Rote Rose ohne weiteres Platz. Brains privater Kampfflugzeug sozusagen. Du scheinst schon mal hier gewesen sein, oder Suna? Ja, als Kind war ich hier einige Male. Aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, was sagst du denn? Da ist auch schon euer Empfang, diese Prinzessin. Und da haben wir erst einmal ein bisschen was von der Stadtwache, die mal guckt, was hier überhaupt vor sich geht. Dieses Fraschiff scheint aber auch schon bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garde Till, Alexandras Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz mit seiner großherzigen Exzellenz zu erbitten. Da wir es natürlich wieder nicht an der Kappe sind, hat sie wieder eine geschwollene Ausdruckssprache. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen. Eine Prinzessin reist doch nicht in so einer Klapperkiste. Und außerdem würde eine Prinzessin doch nicht in Begleitung so zwielichtiger... Was hört euch ein? So ein Unverschämter! Die Prinzessin reist inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Nun, wenn sie so ist, habt ihr doch sicherlich etwas mit euch, um was das euch als Prinzessin ausweist. Ja. Diese Kette, die Drachenklaue? Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Okay, ruft Minister Oberta. Jawohl! Nur weil es so stumm aussehende Kerl wie du bei uns bist, hing die Verdacht gegen uns. Naja, wobei man eigentlich auch nicht behaupten kann, du siehst aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gegessen. Kerl! Was geht hier vor? Minister, ein paar überaus zielrichtige Gestalten wünschen eine Eröffnung seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles. Sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Ich übernehme unsere Gäste. Ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl. Und damit verziehen sich diese Soldaten. Und da haben wir Minister Roberta. Ich bitte so einen ungemein Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnet. Bitte folgt mir. Seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Hä? Okay. Wie es aussieht, ist dieser Großherzog sehr, sehr gut informiert. Und die beiden bleiben da einfach stehen, wie bestellt nicht abgeholt. Na, die sind mir lustig. Okay, sind wir mal da stehen geblieben, wie bestellt nicht abgeholt. Nicht geschön. Und einmal Aufzug bitte nach oben. Lindblom ist einfach eine Ikone der Technologie. Dieser Aufzug verbindet alle drei Stockwerke des Schlosses miteinander. In Akkuschort fährt die Lore, die man im Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und das hintere Schlosstor könnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen, aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich der erste Stockwerk, den ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Im ersten Stockwerk gibt es auch die Möglichkeit, mittels der Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Und im zweiten Stock befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie ein Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sitzen meistens dort zu finden. Er tut dumm Zutritt daher nur mit seiner Erlaubnis. Du, Suna, was ist denn der Herzog so für einer? Ich bin der Lipplum zu Hause, aber bis heute habe ich kein einziges feste Gesicht bekommen. Großherzog Zitt ist ein Mann, der immer einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenarten haben. Oh ja! Aber er war Vaters bester Freund. Ja, und da haben wir mal wieder den nächsten Zitt. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, er wird dir schon zuhören. Und wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir erreichen Kürze das zweite Stockwerk. Warum ich gesagt habe, der nächste Zitt. In jedem Final Fantasy, aber wirklich ausnahmslos jeden Zitt, ich kenne, gibt es mindestens einen Zitt. Das ist so ein nicht eine Art Running Gag, das ist einfach so ein Markenzeichen. Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet und Alexandria ist hier, um von euch empfangen zu werden. Der Thron ist allerdings leer. Wo ist seine Exzellenz? Wo ist der Herzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Na du? Jetzt ist... Lol. Lustig. Aber das... Da hinten haben wir... Eine... Gewaltige Juckzirpe. Seid willkommen, Zirp! Mit eine... Juckzirpe! Puff! Das tat weh. Das Interessante ist, diese Juckzirpe hat etwas, was aussieht wie ein Bart. Eure Exzellenz! Welch Unverschämtheit, Zirp! Was? Was
denn, Suna? Ich dachte, du triffst diesen Zirk nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirpe. Auch die Juckzirpen in Limblum sind ziemlich groß. Was soll das denn? Ich in die Groteske. Bau uns eine Audienz an der Juckzirpe vorzusetzen. Behandle meinen Limblum etwa Staatsgäste. Die Besetzte hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es hier zu schaffen. Und nun ist es eine beleidigende Farce hier, dass ich dann mal der Gipfel der Respektlosigkeit. Bitte, so beruhigt euch doch. Das hier ist eine Exzellenz, der Großherzog. Jetzt reicht mir aber endgültig, selber sind mein ganzen Laufbahn auch nichts. Warte, Jesse. Ja. Sebat, seid ihr jetzt wirklich Onkel Sid? Ja, ich bin jetzt Sid Fabelzirp. Ja, der Herzog ist eine Juckzirpe hier. Tsching! Der Herzog hier ist ein Insekt. Ist das lustig oder ist das lustig? Als ich hörte, dass eine Kette, die Evil hat, unsere Drachenklaue zu verbessern ähnelt, da wusste ich, dass du es bist, Sir. Unsere Wiedersehen nach langer erfreut mich zutiefst, doch bitte ich mein jämmerlich erscheinend entschuldigen, Sir. Bitte lasst mich die Dinge erklären. Vor einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als diese Hilfe erhalten, war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt und seine ehrenwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar! Respekt! Um sich unbemerkt in das Schloss reinzuschleichen, da braucht man schon jemanden, der in etwa meine Fähigkeiten besitzt. Eingebildet! Was letzten Endes vielleicht sogar einer aus deiner elenden Bande? Nein, Tantalus hat damit nichts zu tun, Sir! Du weißt überhaupt Bescheid? Es wäre etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder Zirk? Onkel Sid, ich bin zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte. Ja? Ja, das dachte ich mir schon, Zirk. Aber für heute wollen wir erstmal einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von der Strapaze eurer Reise, Zirk. Oh ja, du glaubst doch gar nicht, wie sehr. Wir können dann morgen alles in Ruhe besprechen, Zirk. Wie ihr wünscht. Dann sehen wir uns erst einmal zurück. Hier entlang bitte. Die Tafel ist bereits gerichtet. Juhu, es gibt Essen. Juhuhuhu. Lecker, lecker. Aber nicht Funz. Dieser Gourmet-Fratzenstolz ist einfach nichts für meinen Gaumen. Ich weiß zwar gar nicht, was Suna an diesem Zeug bloß findet. Ich brauche jeweils was Hüftiges und das gibt es genau hier. Die Spezialität sagt es Karpfenkröten-Schenkelsuppe. Na, das ist doch was. Naja. Lecker ist es nicht wirklich. Hafenkröten sind nämlich Monster dort. Und die machen daraus eine Suppe. Zur Information übrigens, wir befinden uns hier gerade im Industriegebiet von Limblum. Und ab dafür. Jetzt geht's mir richtig schmackhaft zu essen. Und Leute, ihr kennt es, seht es schon, oder? Da sehen wir unsere nächsten Mitstreiter. Hey, wir sind heute auf der jemand eine Kette von der Tagessuppe. Hoffentlich ist heute nicht so dünn wie sonst. Was? Wer weiß denn immer meine Suppe zu essen? Ach, du bist Dorn! Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir. Aber immer noch. Und selbst so? Ich geht schon so. Aber erstmal Karpfenkröten-Schenkelsuppe, richtig? Kommt sofort. Es ist Zeit, aber ich stehe mir gerade etwas im Weg. Dorothea, die... Aber hallo! Sag mal, ich bin echt so ein Womanizer. Naja, wollt ihr etwas bestellen? Nein, aber dann machen wir mal einen Rundflug oder so. Hä? Einen Rundflug? Ja, in einem Luftschiff. Noch nie gemacht. Ich sag dir, Limblum aus der Luft, traumhaft. Pass auf, wo du deine Frau an der Theke. Pass auf, wo du mit deinen Schwanz hinwedelst. Du belächelst damit andere Gäste. Wie war das? Deiner guck doch nicht mal an, was du selber anhast. Recht verfilzt doch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lassiger kleiner Affenjunge. Hey Lord, kein Streit in meiner Schenke. Hä? Lange nicht mehr gesehen, Lord. Oh, ich glaub's ja nicht. Wie war gleich doch mal Name? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Jetzt wird's erst richtig lustig. Xenia. Nicht wirklich. Xenia vielleicht? Nein. Halt, jetzt hab ich's. Du hast ja früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst auch schon mal origineller, Lorne. Mach ja nur Spaß. Den Namen meiner feinen Name würde ich doch, vergesse ich doch niemals.
Das haben wir Freya. Nein, das ist Yoshida. Wuhu, eigentlich schließt sie sich unserer Gruppe an. Mehr oder weniger. Wo haben wir es denn? Ich kann nur mit ein O schreiben. Tut mir leid. Yoshina. Aber dafür passt dann genau. Mit einem Nenza nur, aber dann Yoshina. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Lange nicht mehr gesehen, Yoshina. Du scheinst dich überhaupt nicht verändert zu haben. Wie viele Jahre ist es nun her? Schon her? So die drei. Yoshina ist von der etwas ruhigeren Natur. So ist es also. Und wie ist sie seit damals ergangen? Irgendwas zu deinen Lieben gehört? Nach wie vor keine Spur von ihm. Und was treibst du dich in Lindblum? Doch nicht einfach das Jagdschiff teilnehmen. Natürlich, daran nehmen Leute teil, die etwas auf dem Campplatz haben. Das macht es interessant. Ich verstehe, aber gib die Hoffnung nicht auf. Nimmst du einfach nicht teil, mein Bester? Ich denke nein. Du enttäuscht dich, mein Lieber. Und? Hast du gar kein Heimweh? Im Mästerk gibt es nichts mehr, was mich zu dir zurückkehren könnte. Ohne ihn ist es nur ein Land wie jedes andere. Ja, sie vermisst ihren Geliebten. So, und nach dieser kleinen Zwischenszene gibt es eine gute Nacht. Juhu, wir können schlafen. Und Leute, es gibt bald wieder ATE. Ohne Ende. Ganz viel von. Zirp, und Königin Blaine, wohl auf? Ja, aber seit Vaters Tod ist Mutter nicht mehr dieselbe. Sie hat ihn sehr geliebt. Sein Verlust muss sich schwer getroffen haben. Zirp. Ja, und auch ihre Hüfte. Und seit einiger Zeit geht ein ziemlich unheimlicher Mann ins Schloss ein und aus. Dann hat Mutter gar keine Zeit mehr für mich. Ich denke, da braucht sich irgendetwas zusammen. Wir scheinen, als würde Mutter mir etwas ganz Schlimmes in Schritte führen. Doch außer mir scheint niemand jetzt im Schloss Mutter Aktivitäten mit Sorge zu sehen. Alle meinen, ich würde nur überreagieren, weil ich Vaters Tod noch nicht überwunden habe. Und dann dachtest du, du könntest dich an mich wenden. Schließlich standen sich dein Vater und ich sehr nahe, Zirp. Ja, ich dachte, wenn ihr vielleicht mal mit Mutter reden könnten würdet, so würde sie euren Worten sicherlich Gehör schenken. Ich wartete also, bis das asiatische Verzögerung eintraf, um damit dann bis nach hier gelangen zu können. Durch puren Zufall befand sich auf diesem Schiff die Tantalus-Bande, die ihrerseits mit dem Vorhaben nach Alexander gekommen waren, mich zu führen, und so nahm alles seinen Lauf. Es sei jedoch niemand anderes als ich, der Tantalus den Auftrag gab, dich zu führen, Zirk! Oho! Bitte? Tja, Sidfan, ich habe deinem Vater damals versprochen, dich zu mich zu holen, falls irgendwas sein sollte, Zirp! Den Nippel, in dem wir uns der gespannten Lage in Alexandria schon seit geraumer Zeit bewusst, Zirp! Doch hätte ich etwas Direktes unternommen, hätte es womöglich noch einen Krieg ausgelöst, Zirp! Barkschutz ist mir nur eingefallen von früher, so dass ich ihn also auf ihn und seine Bande einschalte. Ich dachte mir, wenn Tantalus sich entführt und sie dann über alle Berge verschwindet, so wird niemand eine Verbindung zu mir aufstellen, Zirp! Und wie die Dinge im Moment in Alexandria liegen, so würde auch niemand unsere Hilfe bei der Suche nach dem Befehl erbitten, Zirp! Sagen wir uns also nicht irgendeiner Weise auffällig verhalten, bis wir vollkommen sicher, Zirp! In Dorf Dali habe ich Schwarzmagier gesehen. Seelenlose, von Magie zum Leben erweckte Marionetten. Aber es kommt noch schlimmer. Unter der Schirmherrschaft Alexandria entsteht eine regelrechte Armee von Schwarzmagiern. Welcher Zusammenhang komme ich zu all denen steht, ist mir nicht klar. Aber wenn ich es ausmale, was geschieht, wenn Mutter diese Armee einsetzt? Wir müssen etwas unternehmen, bevor es soweit kommt, Zirp! Doch selbst mit einer Armee von Schwarzmagiern ist Brian der Geheimgegner für unsere Luftschiffflotte, Zirp! Überlass alles mir, ich kümmere mich darum, Zirp! Ich vertraue euch auf euch, Großherzog. Aber kein großer Formel, so für mich zu gehen, Zirp! Ich helfe nicht als Staatsherr, sondern weil ich ein guter Freund deines Vaters bin, Zirp! Vielen Dank, Onkel Zirp! Sie redet dann mit einer Juckzirpe so. Oh, das finde ich so. Das klingt so ein bisschen falsch. Und jetzt sind wir mal kurz bei den Docks. Wo sind wir hier? Das ist ein Luftschiffdock. Oder besser gesagt, das Herz und die Seele unseres geliebten Lieblingschirp. Aber diese Docks sind doch vollkommen leer. Nun ja, dieser Dock Nummer 1 hier steht zu den Schiffsbauern als Werft. Und bis vor noch etwa ein halben Jahr stand hier ein neuestes Mitglied meiner stolzen Flotte. Ein völlig neuer, revolutionärer Schiffstyp, wo es ja ganz ohne die Kraft des Himmels fliegen kann.
Haben etwa dieselben Leute, die euch überfallen haben, auch dieses Luftschiff gestohlen? Und jetzt kommt die Wahrheit raus. Schock. Naja, die ganze Sache war ein bisschen anders. In Wahrheit hier war sie nämlich eine... In der Wahrheit hier... Da war da nämlich in einer Bar so ein süßes junges Mädchen und... Ich bin nicht sicher, ob ich... Ich bin nicht sicher, ob ich ganz verstehe. Angegangen bin ich, Alter, na, und mal eben... Nur mal eben. Und ihre 200 Hühner mich in diese beschämende Erscheinung verwendet, Schirr. Kann ich verstehen. Und da es doch nicht schon gestraft genug wäre, ist sie dann auch noch mit der Hildegard an sie beide Berge geflogen. Alter, kann ich vollends verstehen. Fremdgehen ist echt die größte Scheiße, die man machen kann. Nieder mit allen Leuten, die es wagen, überhaupt mal fremd zu gehen und mit den Gedanken zu spielen. Down, Finger runter. Finger runter für solche Leute. Ich hasse sowas. Oh. Seitdem bin ich nicht mehr, seitdem ist sie nicht mehr zurückgekommen, Sir. Kein Wunder. Ich hatte vollzüglich mit dem Bau der Hildegard Schei bekommen, aber gestalt einer Jungs, Sir, beginnt die Arbeit nur nicht recht voran, Sir. Ich schäme mich mir selbst, Sir. Aber in der Sache von König gebrennen kannst du dir ungeschaut auf mich verlassen, Sir. Ja, aber das Südentor ist beschädigt. Eine Passage nach Alexander ist also zurzeit nicht. Mach dir deswegen keinen Kopf. Die Reparaturen haben bereits begonnen, Sir. Sobald das Tor wieder vom Zugeschichtig ist, werde ich dich da Alexander begleiten, Sir. Ja, und hoffentlich geht es uns dann Mutter wieder zur Raison zu bringen. Okay, Sid? Es ist nichts. Ich hatte nur damals sehr eine Sorge, als ich hörte, dass Herr Attachef das Abwerk gestürzt, Sir. Aber es scheint, es hätte Bark daher wirklich einen sehr fähigen Jungen in der Truppe, Sir. Ja, den Lorn, das sind wir. Wir sind echt ein tofter Typ. So, jetzt sollte eigentlich noch was kommen. Nee, jetzt sind wir wieder Lorn. Endlich! Nach einer guten Nacht kommt der Kommi angetrabt. Guten Morgen, Lorn. Oh, bist du vorher früh aufsteher, Kommi? Nee, dann geht es ganz schön bunt zu. So viele Leute auf einen Ort sehe ich zum ersten Mal. Was machen die denn alle, wenn die mal alleine sein wollen? Hier geht's immer so zu. Und die Leute kommen von überall her. Leute, die Luftschiffingenieure werden wollen, oder Leute, die Schauspieler im Theaterviertel werden wollen. Das sind wohl alles ganz kluge Leute. Naja, ein paar Taugenichtse und Vagabunden, so wie ich, sind auch darunter. Aber egal. Irgendwie hat es mich hier einfach geschlagen. Und ehe ich mich versah, bin ich bei den Santos gelandet. Ihr wohnt alle hier? Ja, im Theaterviertel, das ist unser Hauptquartier. Ich gehe jetzt gleich mal hin. Magst du vielleicht mitkommen? Nein, ich gehe mir die Stadt anschauen. Na, wenn das so ist, dann fühle ich dich ein wenig rum, okay? Das brauchst du nicht. Ich komme schon zurecht. Jetzt hält der Gil. Ich würde dich beim Flirten stören, was? Na, dann geh und such dir ein süßes Mädel. ATE Pflicht. Das erste Mal beim Schmied. So, jetzt kommt eine etwas interessante Lektion. Die kann ich aber auch erklären. Wir können jetzt Items schmieden. Das bedeutet, wir machen aus zwei Items ein neues. Kostet aber Geld. Und wir müssen die Items haben. Das war's schon. Chef, wie bringst du heute wieder Alex bei, Kupo? Aber logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lachröschchen hier auf. Ausnahmsweise werde ich heute auch mal von noch über die Schmieden einen Vortrag halten. Tschüss. Chef, du weißt echt viel, Kupo. So ist es. Ja, Chef, ich weiß genauso viel wie Chef, wenn ich sogar noch ein bisschen mehr. So, liebe Leute. Da vorne sehen wir schon wieder, ist ein Kupo. Dann wollen wir gleich mal das Mocknet ausprobieren. Modon. Ein Brief von Lorn, Kupo. Von Ruby. Oh Gott. Kommt ihr bald wieder nach Alexandria zurück? Allein ist es, allein ist hier zu langweilig. Na, ist es eigentlich nicht, da ich beschlossen habe, in der Seitenstraße ein Klingkunsttheater zu öffnen. Naja, eigentlich war das die Idee von diesem Wirt, der dafür jetzt seine Kneipe in Auge hängt, um mich auch dazu überredet. Okay. Deine Freundin von dir macht ein Theater auf. Geht nach Spanien. Viel Spaß, Kupo. Dann nochmal Mocknet. Ich hätte gerne einen Brief. Sehr schön. Leute, ich werde den Part dann jetzt beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut.